Hallo und herzlich willkommen zur ersten Runde Magic Duels. Ja, wir sind nicht mehr in Hearthstone drinne, sondern ich habe mich dazu entschlossen, Hearthstone so ein bisschen rückzukehren, weil mir einfach die Philosophie des ganzen Spiels einfach nicht mehr so wirklich zusagt. Und hatte mich also ein bisschen umgeguckt nach ähnlichen Spielen, die so aufgebaut sind wie Hearthstone eben. Und bin dann letztes Endes dann doch hier bei Magic gelandet. Muss sagen, es ist vom Aufbau her recht ähnlich wie auch Hearthstone. Also jetzt nicht eine 1 zu 1 Kopie oder sonst irgendwas, sondern es geht in die selbe Richtung wie Hearthstone. Das ist halt ein Sammelkartenspiel. Es ist, was viele Hearthstone-Spieler kennen, nicht random belastet. Es ist im Groben und Ganzen eigentlich auch genauso aufgebaut. Wir haben hier so zum Beispiel eine Kampagnenmodus mit momentan 4 Erweiterungen, die es gab. Einmal das Hauptspiel, Battle of Zendikar. Dann hatten wir Gatewatch und Innistrad. Das sind jetzt momentan so die 4 Erweiterungen, die es gibt. Es gibt zu jeder dazu eine Kampagne, die man durchspielen kann, um sich die Karten aus frei zu spielen. Zusätzlich kann man sich dann auch hier, wie bei Dingens, wo man es wie bei Hearthstone damals auch Karten Booster kaufen. Es ist hier ein bisschen anders, wenn man sich jetzt hier Booster kauft. Aber jetzt hier die Wahl. Wie man sieht, habe ich hier jetzt am PC nicht sonderlich viel gespielt. Ich spiele normalerweise am iPad. Ja. Aufnahme am iPad habe ich mir jetzt erstmal ein bisschen verkniffen, habe mir gedacht, okay, ich mache das Ganze am PC, habe halt eben jetzt einen ganz anderen Fortschritt, weil das Spiel leider noch nicht Cross-Plattform unterstützt. Das heißt, ich muss leider auf PC sowie auf iOS oder Xbox 360, wo das Spiel auch angeboten wird, eben halt separat einen Account machen. Ich hoffe mal, das wird irgendwann mal geändert im Laufe der nächsten Zeit. Und ja, ist halt eben so, dass wir hier die Karten zwar kaufen können, ist aber nicht wie bei Hearthstone so ist, dass wir die Karten dann überschüssige kriegen. Das heißt zum Beispiel bei Hearthstone, was glaube ich maximal 2 Stück, zum Beispiel die Schildmaiden. Hätten wir die Schildmaiden jetzt drittes Mal gezogen, hätten wir die zu Staub machen können und sich mit dem Staub irgendwelche Karten craften können. Es ist hier ein bisschen anders. Und zwar ist es so, es gibt Karten einmal als maximal 3 vorhanden. Ja, auch golden dargestellt, dass wir hier schon die maximale Anzahl haben. Dann gibt es Karten, die gibt es viermal. Das sind meistens also gewöhnlich, kann man sagen. Das ist selten. Gibt es dreimal, dann gibt es die sogenannten epischen, die gibt es dann nur maximal zweimal. Ich guck mal, wo irgendwo eine ist. Ich dachte, ich habe jetzt hier noch nicht wirklich gespielt. Auf jeden Fall gibt es auch noch seltene, die gibt es dann zweimal. Dann gibt es die legendären, die gibt es halt dann nur einmal. So, ziehen wir zum Beispiel, wir haben jetzt 4 normale, also gewöhnliche Karten gekriegt. Jetzt würden wir theoretisch eine fünfte ziehen. Passiert nicht. Ist nämlich so, haben wir die 4 erreicht, kriegen wir automatisch eine andere Karte. Das heißt, wenn wir Boosterpackung kaufen, ist es so, dass wir keine überschüssigen Karten kriegen und damit auch keine Karten separat herstellen können. Wir aber auch in den Genuss kommen, eben halt keine doppelten Karten zu kriegen und halt eben auch keinen Staub ansammeln müssen und alles mögliche. Das heißt, wenn wir, wie man hier sieht, ist da so ein Balken gerade dran gewesen. Ich zeig's mal. Ja, ich habe jetzt hier nicht wirklich viel gemacht, wie gesagt. Sieht man, dass wir schon 6% des Sets gesammelt haben. Und wenn wir zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, wir haben jetzt 98% gesammelt, kaufen uns noch einen Booster. Ungefähr ein Booster sind immer 1%. Das ist so am Rande. Ne? Heißt 100 Booster entsprechen ein Kartenset, also ein komplettes Kartenset vollständig. Sind momentan 4 Stück, also heißt insgesamt 400 Booster braucht man, um sich das ganze Spiel freizuspielen. Geht auch relativ zügig, muss ich sagen. Ich habe, glaube ich, jetzt am iPad Origins, Innistrad vollständig und Battle of Syndicate und Gatewatch jeweils, glaube ich, zu 20% schon voll. Und ich spiele jetzt gerade mal 2-3 Monate das Spiel. Ist halt eben so, dass wir halt andere Karten kriegen. Das heißt also, doppelte Karten gibt es nicht und halt eben bei, wenn wir mit 98% 2 Booster kaufen, dann ist auch hier unten alles blockiert, ne, weil es nicht mehr Karten gibt, haben 100% eures Kartenset vollständig. Man kann Karten auch wie in Hearthstone hier wieder vergolden. Ist ein bisschen anders wie in Hearthstone, mal gucken. Ja, ich habe es bis jetzt immer am PC gespielt. Wie vergrößere ich jetzt hier? Ach, glaube ich reinzoomen, ne? Ja, genau, so. Kann man sich hier die Karten vergolden. Es kostet, egal was es für eine Karte ist, nur 5 Gold, also 5 Münzen, ne? Und es werden sofort alle Karten umgewandelt. Also nicht wie bei Hearthstone, dass man jede einzelne Karte vergolden muss, sondern es werden halt eben alle Karten auf einmal vergoldet. Heißt, wenn ich jetzt hier sage, umwandeln für 5 Münzen, bekomme ich dann halt eben dreimal den dunklen Schlickskiller eben halt für 5 Münzen, ne? Also, das ist so zum Proben. Wir haben jetzt hier eben einen Story-Modus, den man durchspielen kann. Eben hier Shadows of Innistrad zum Beispiel hat es insgesamt 5 Adventure, wo man jedes Mal für Gold kriegt fürs Abschließen. Hier 10, 20, 30, 40, 50. Dann haben wir halt eben das gleiche nochmal für Gatewatch. Ne? Auch wieder 10, 20, 30, 40, 50. Ne?
Dann haben wir den Story-Modus Battle of Zendika. Auch hier ist es genauso aufgebaut wie Gatewatch. Ich habe es hier noch nicht wirklich gespielt. Bei mir auf dem iPad sieht es anders aus, da ist das alles schon durchgespielt. Und dann haben wir Origins. Das ist so, dass wir jeden Planeswalker, was das jetzt genau ist, erkläre ich gleich so ein bisschen, zu jeder Planeswalker eine eigene Geschichte haben. Wie wir sehen, die habe ich hier schon durchgespielt, alle fünf. Das ist halt so, das kleine Tutorial. Hier geht es zum Beispiel weiter mit Jace. Dann haben wir auch hier wieder, das kommt glaube ich erstmal in der Geschichte. Ja, ich habe es halt wie gesagt noch nicht durchgespielt, das ist das Problem. Ah, natürlich noch nicht. So, sehen wir auch wieder hier 1 bis 50, 10 bis 50, dann haben wir jetzt hier Liliana, auch hier wieder Geschichte, da gibt es auch Geschichte zu mit einem kleinen Video jedes Mal, auch wieder 1 bis 50, heißt hier kann man sich schon eine Menge Gold anschaffen, 150 braucht man pro Pack. Dann gibt es hier die Quests sind so unterteilt, dass wir hier eine Gruppenquest oben haben. Das heißt, ob wir spielen oder nicht, es ist eigentlich scheißegal, weil wir bekommen das Gold auf jeden Fall, wenn die Quest erfüllt worden ist. Wie wir sehen, hier läuft diese Gruppenquest läuft im Grunde nur eine Woche. Es wurden schon, mal gucken, 563.000 Karten von der Hand abgeworfen. 550.000 mussten nur, das heißt, jetzt läuft jetzt noch der Timer runter. Wenn der Timer runterlaufen ist, bekommen wir halt irgendwie 60 Gold. Und hier unten haben wir eben dann, wie auch in Hearthstone, unseren zum Beispiel Einzelquest hier, gewinne zwei Partien, in denen du einen weißen oder blauen Zauberspruch wirkst, gewinne Partien, in denen du schwarzen oder roten wirkst, dafür gibt es 100, 120, okay, das ist noch der alte Goldpreis, das war damals 100, das ist schon der neue mit 120. Hier können wir Quest aktualisieren, wenn wir meinen, es gibt eine bessere, gucken wir mal, das war der 80er, und auch hier wieder eine 120er, und hier sehen wir die Rangliste, die wir erreicht haben. Zur Zeit Origins habe ich hier ja irgendwie gespielt, Rang 0 erreicht, Battle of Zendika Multiplayer, auch Rang 0 erreicht. Und Shadows over Innistad sind wir gerade und da eben halt auch Rang 0 erreicht. So, was kann man euch denn noch zeigen? Jetzt erstmal hier. So, gehen wir in Kampagnenmodus. Ja, komme ich auch gleich zu. Gibt es halt eben einmal den Wettstreiterkampf. Das ist dieses Ranked. Einmal gibt es 30 Gold für das Spiel in Ranked. Oder man kann einen Freund herausfordern, dafür gibt es halt eben kein Gold, aber meine Güte, da gibt es halt eben 30 Gold für den ersten Sieg. Im Multiplayer-Modus gibt es nochmal 20 Gold oben drauf. Heißt, alleine fürs erste Spiel, wenn man es gewinnt, gibt es sofort 50 Gold. Dann gibt es die Möglichkeit, einen Solo-Kampf zu machen. Da spielt man gegen die KI. Auch hier sehen wir bekommen auf einfach 5, auf Mittel 10, auf Schwer 15 Gold. Es gibt in Magic, anders wie in Hearthstone, kein Gold-Cap. Also man kann so viel Gold verdienen, wie man lustig ist. Ja? Dann haben wir noch, was in Hearthstone ja vermisst worden ist von vielen, den zweiköpfigen Riese. Das heißt, hier spielen wir 2 gegen 2. Für einen zufälligen Teamkameraden gibt es halt 30 Gold, wenn man es online spielt. Für einen lokalen Teamkameraden, das kann man halt eben mit zwei Mann am PC, also einer mit Tastatur, der andere mit Maus oder einer Joystick, oder online jemanden einladen, kann man halt eben gegen zwei andere Leute spielen. Werde ich auch noch mal ein bisschen genauer auf aufgehen. Und hier sind dann unsere Decks. Es gibt zwei Möglichkeiten, Decks zu bauen, ich kann es mal zeigen. Für Leute, die gerade anfangen, gibt es einmal den Assistenten, da wird alles so Schritt für Schritt erklärt. Und hier haben wir das Deckbau-Tool, hier haben wir komplett freie Hand. Also heißt, wir können ein Deck aufbauen. Decks bestehen hier in der Regel aus 60 Karten, wovon so zwischen 20 und 30 immer Landkarten sind, also wie bei Hearthstone Mana. Und Rest sind eben Minions. Und wir können auch Deck mit 65, 70, 75, 80 Karten bauen oder auch 90 oder so. Das ist uns überlassen. Nur 60 Karten müssen mindestens drin sein. Ich kann jetzt meinen Assistenten mal starten. Da hat man jetzt hier so eine kleine Vorfertigung, was man gerne spielen möchte, mit einer kleinen Erklärung unten drunter, zum Beispiel hier Verwerter, manipuliere das Ressourcen des Gegners oder spiele mit mächtigen Kampf-In-Spielkarten, Fertigkeiten zu dominieren, dann haben wir hier Frontalangriff, Taktiktricks, also man kann sich hier schon was raussuchen, unten ist eine kleine Erklärung und dann kann man es hier auf Deck erstellen klicken. Das hier unten sind die Farben, hier wäre es zum Beispiel schwarz und rot. Es gibt Decks, die nur auf einer Farbe basieren, also zum Beispiel nur grün, nur blau, nur rot, nur schwarz, nur weiß. Und es gibt auch Decks, wo man zum Beispiel drei Farben spielt, oder vier oder auch alle fünf. Also das ist alles möglich, man kann hier frei kombinieren. Es gibt hier keine Klassen, sondern einfach nur diese Farben. Und ja, machen wir mal irgendein Deck hier mal eben schnell fertig, damit man so ungefähr zeigen kann. Magierüstung, oder machen wir Hordendonner, ist immer ganz interessant gewesen. Und das ist halt eben so, wenn wir jetzt diesen Deckbauhelfer nutzen. Er funktioniert wirklich, also nicht wie in Hearthstone, dass da irgendwelche Karten reingemischt werden, die keinen Sinn machen im Deck. Sondern hier werden wirklich Karten vorgeschlagen, die wirklich Sinn machen im Deck. Und man kann ihn auch komplett eben auch sagen, komm, mach Auto fertig, ich will einfach spielen erstmal. Das ist nämlich so, hier erst Schritt mehr Länder finden. Halte Ausschau nach Landkarten, die es dir erlauben, mehr Länderkarten ins Spiel zu bringen als bloß einen pro Zug. Ja, also hier ist so, man kann eine Landkarte pro Zug spielen. Und jetzt müssen wir nach Karten gucken, die uns erlauben, eben mehr Karten zu spielen. Da haben wir zum Beispiel hier
Besuche der Bibliothek nach bis zu 2 Standardlandkarten und mische sie getappt ins Spiel. Oder bringe sie getappt ins Spiel, mische anschließend nach der Bibliothek. Zum Beispiel eine gute Karte, dann haben wir hier, wir können auch hier direkt weitergehen. Wenn der Waldhüter ins Spiel kommt, kannst du in deiner Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen, sie offen vorzeigen und auf die Hand nehmen. Und danach deine Bibliothek mischen. Das heißt, dadurch bekommen wir halt mehr Länderkarten auf die Hand. Erhöhe deinen Mana-Vorrat um 1 an einer beliebigen Farbe, wenn wir ihn tappen. Was tappen ist, erkläre ich euch auch nochmal ein bisschen Sache. Ich mache so keine Art Einführungstutorial. Das ist jetzt nur so ein kleiner Überblick, was ist Magic überhaupt. So, wir sagen, wir wollen natürlich viele Landkarten ins Spiel bringen. Heißt einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, jetzt haben wir auch die beiden zur Auswahl. Dann würde ich sagen, nehmen wir den jetzt auch. 1, 2, 3, 4 mal. So, dann sind wir mit dem Teil vom Deckbau schon mal fertig. Ja, machen wir mal. So, große Kreaturen. Dank deines großen Mana-Vorrats kannst du größere Kreaturen früher ins Spiel bringen als dein Gegner. Suche dir ein paar ordentliche Schwergewichte raus. Also, das können wir uns dicke Dinge raussuchen. Hier hätten wir zum Beispiel Blutopfer-Elementar. Opfer das Blutopfer-Elementar. Das Blutopfer fügt einer Kreatur dann dabei 4 Schadenspunkte zu. Aktiviere die Fähigkeit, nutze um einen Zeitpunkt, wo du auch Hexerei wirken kannst. 4-1, ja, ist jetzt nicht gerade so das super Schwergewicht, aber kann man jetzt erstmal zweimal reinpacken. Dann haben wir hier, verursacht Trampelschaden. Das ist hier unten nochmal erklärt, was es ist. Man kann auch hier rechts draufklicken, das findet man dazu auch eine Erklärung. Und eben auch Fertigkeitsquests, die ich jetzt nicht alle durchspielen werde mit euch. Dafür gibt es auch nochmal Gold fürs Abschießen, zeige ich mal. So, verursacht Trampelschaden, ist ein 6-4er, also doch ein ordentliches Schwergewicht, kostet aber allerdings 2 grüne Mana und 4 beliebige Mana. Oh, das ist ja nicht schlimm. Nehmen wir 1, 2, 3 mal rein. Und nehmen auch einmal hier den Menschenaffen rein, den Crit-Häuptling. Crit-Häuptling hält 1 plus 1, solange du einen Wald kontrollierst. Erstmalweise kostet ein rotes Mana und 3 beliebige. Und da wir eh viele Waldkarten haben, brauchen wir nachher auch viel Waldmana. Also bekommt ihr im Grunde 1 plus 1 im Grunde genommen immer. Und wir haben halt eben 4 plus 4. Zusätzlich ist es noch so, wenn wir während des Spiels nur 4 farblose Mana, also irgendwas, und 4 grüne wirken. Eine Kreatur der Wahl erhält 2 plus 2 verursacht Krabbelschaden bis zum Ende des Zuges. So, nächste Aufgabe. So, mehr Karten entdeckt. Du bittest noch ein paar weitere Karten entdeckt zu verenden. Kreaturen sind wichtig. Die meisten Decks verwenden 20 bis 30 Kreaturen. Vielfalt ist gut. Du brauchst Kreaturen mit niedrigen Mana-Kosten, die früh wirken kannst. Es ist aber auch sinnvoll, einige teure Kreaturen zuzufügen, um deinen Gegner den Rest gibst. Entfernungszauber machen den Unterschied. Hast du Karten am Deck, die du selbst stärkere Kreatur, so, das ist halt eben ganzen Sachen, könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Jetzt kann man gucken, was wir für Karten spielen. Wir haben als Hauptfarbe Rot und Grün. Na, weil es halt so vorgegeben, wenn man jetzt selber ein Deck baut, kann man auch mehr Karten hinzufügen. Hier ist es Rot und Grün und eben farblos, das sind die hier. Und ich würde sagen, wir packen jetzt ihn hier mal rein. Wie die Karten genau funktionieren, könnt ihr euch in Ruhe hinterher selber mal durchlesen. Einfach so ein bisschen mit beschäftigen. Ne? Also, ihr merkt schon, je nachdem, was wir hier einbauen, ändert sich auch hier die Karten. Der ist gut. Zusammenkunft, Verbündete. Hier oben steht immer drauf, was das für eine Klasse ist. Hier haben wir zum Beispiel Artefakt-Kreatur, Juggernaut. Und hier zum Beispiel das drauf, Kreatur, Minotaurus, Krieger, Verbündeter. Und hier ist zum Beispiel Zusammenkunft, immer wenn ein Orduno-Champion oder ein anderer Verbündeter in die Kontrolle kommt, also muss er Verbündeter hier stehen haben. Da wir jetzt aber gerade als Vorschlag nur ihn hier haben, ist ein bisschen schlecht. Ja gut, ist halt eben, wie ihr seht, diese Seltenheitsstufe hier mit dem D, zeigt uns anders eine Basiskarten, Starter-Deckbox. Und da ich hier noch nichts gespielt habe, werde ich auch nichts anderes zur Auswahl bekommen. Packen wir mal den Hund ein bisschen rein. Und dann könnten auch ein paar Zauber mal kommen. Ah, hier haben wir zum Beispiel Zwillingsblitz, das ist Spontanzauber. Der ist ziemlich gut. Der vorige Impuls ist gut. Oh, dich wollte ich nicht. Zurück. Den hier nehmen wir nochmal mit rein. Ach, wie die Karten genau funktionieren, versuche ich gleich ein bisschen zu zeigen. Ja, einmal hier. Na, ja, ein Mana für die Anfangsphase, hier haben wir 2 Mana, ist ein Spontanzauber. Hier haben wir noch einen Zauber, hier haben wir 2 Mana. Hier haben wir nochmal 2 Mana. Hier kann man auch reingucken, wie... Ups. Okay, normalerweise, wenn man jetzt selber Deckbau, kann man hier reingucken, wie die Mana-Curve aussieht. Ja, nehmen wir ihn nochmal mit rein. Ja, haben wir eine Aura, damit wir mal sehen, wie eine Aura funktioniert. Und ihn hier. So, weiter. Eine richtige Mischung aus Ländern stellt sicher, dass dein Zauber auch wirken kannst. Ja. Das wird automatisch gemacht. Hier sehen wir bekommen 10 Standardländer mit Rot. Dann haben wir hier 8 Standardländer mit Grün. Und eben 2 Mischlingsdinger. Getappt heißt, die sind auch nicht in der Runde verfügbar. Kann ich euch schon mal erklären, was getappt heißt. Das ist dieses Zeichen hier unten.
Heißt, die Farbe kommt halt eben getippt ins Spiel, wenn wir nicht schon ein Gebirge oder Wald, das sind also eine von den beiden schon liegen haben. Und hier kommt halt immer getippt ins Spiel. Gibt's auch viermal. So. Jetzt können wir uns doch einen Avatar aussuchen. Das ist rein Optik, ne? Kann man sich aussuchen, was man möchte. Komm, nehmen wir mal. Ja, wir spielen was Dickes, machen wir mal halt einen dicken. So. Und irgendwas schön Hintergrund. Ah, machen wir so. Jetzt können wir noch einen Namen geben. Ich lasse den jetzt erstmal so. Ne? So, was sehen wir hier? Zack. Hier ist auch so eine Erklärung, wie das Deck aufgebaut ist. Hat ein bisschen Tempo. Ist ziemlich stark. Hat ganz wenig Kontrolle und hat ganz geringe Synergie. Okay, liegt jetzt daran, dass ich auch nicht so viele Karten habe und so weiter und so fort. Man kann jetzt hier das Deck auch modifizieren, also bearbeiten, löschen, neu bauen komplett oder halt eben Premium-Sticker. Das ist das Vergolden. Heißt, das ganze Deck zu vergolden wird uns 90 Münzen kosten. Hätten wir sogar. Ich kann euch mal zeigen, wie so eine vergoldete Karte aussieht. Ich könnte mal eben eine vergolden. Dazu müsste ich jetzt einmal in meine Kartensammlung. Ja, ist halt ziemlich viel Input am Anfang, aber ist halt immer so, wenn man sich mit dem Spiel neu befasst, ist es halt eben so, dass man viel lernen muss. War auch für mich so. Mittlerweile macht mir das Spiel halt sehr viel Spaß. Es ist halt sehr abwechslungsreich. Und was vergolden wir denn? Aber kurz, ich finde Landkarten immer in Golden. Hier kann man ein bisschen filtern. Starterbox. Müsste relativ weit hinten sein. Machen wir mal die grün-roten, damit wir es auch hier sehen, zu goldenen Karten. Zoomen wir rein. Zack. Und machen die jetzt golden. So, kostet uns 5 Münzen. Und haben jetzt 2 goldene Landkarten. Die sehen dann so hologrammmäßig aus. Ich denke, so ist die Farbe. Sieht halt ein bisschen schöner aus. Sehen wir auch echt ein Spiel. So, zurück. Dup, 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 dup. Wir machen jetzt mal einen Solo-Kampf. Da kann man euch auch schwer machen. Hab damit nicht so Probleme. Das halt nur zum Erklären. So. Jetzt kommt unser Gegner. Bei den KIs gibt es eigentlich sehr viele verschiedene Decks. Also ich habe selten, dass ich mal wirklich mal ein Deck doppelt treffe. Man kann es gut nutzen, halt eben Gold zu farben, eben gegen man gegen die KI spielt. Man kann sich so ausrechnen. Ein Pack sind 15 Siege, 10 Siege auf schwer, 15 Siege auf mittel, 30 Siege auf leicht. Das entspricht so etwa Hearthstone-Format. Ein Pack waren 100 Gold, waren 3 Siege, 10 Gold. 10 mal 10 sind 100, konnte man sich ein Pack kaufen. Dann war auch meist schon wieder zu Ende. Hier ist halt eben so, dass man das aussuchen kann. Man kann auch auf Multiplayer spielen, da gibt es ja 30 Gold, da braucht man halt nur 5 Siege pro Pack. Deswegen sage ich ja, es ist halt schon ziemlich fair, was so die Goldverteilung angeht. So. Am Anfang beginnt das Spiel ganz normal. Wir fangen an. Wir sind also die erste, als erstes am Zug. Und jetzt können wir uns entscheiden, möchten wir die Kartenhand hier behalten oder nicht. Eine gute Kartenhand hat immer in der Regel 3 bis 4 Länder. Okay, die haben wir. Und Karten, die man spielen kann. Natürlich zu Mana-Kosten. Und wie wir sehen, haben wir jetzt hier nichts. Das heißt, wir können jetzt wieder neue Karten anziehen. Beim ersten Mal bleibt die Anzahl der Karten gleich. Sollten wir jetzt schon wieder sagen, okay, wir haben jetzt diesmal nur ein Land und müssen schon wieder neu ziehen. Kann man jetzt auch machen. Dann bekommen wir aber eine Karte weniger auf die Hand. Okay, bei der beschissenen Hand kann man das auch ruhig mal machen. Weil wir nichts haben, was wir sofort ausspielen können in den ersten Runden. So, zack. Sehen wir, es haben eine Karte weniger, aber wir haben diesmal auch Karten auf der Hand, mit denen wir arbeiten können. Wir können den Brandstifter spielen, wir haben den Zwillingsblitz und wir haben halt eben auch die passende Mana dafür. Da haben wir Karten anbehalten. So, du kannst die Karten anbehalten oder eine neue Karte haben mit 5 Karten noch ziehen. Am Anfang hatten wir 7, jetzt haben wir nur noch 6. So. Jetzt sind wir in der Hauptphase. Das ist die Hauptphase sagt uns, wir können jetzt Mana spielen. Maximal 1 pro Runde, es sei denn, wir spielen Karten aus, die halt eben das Ganze aufhebt. Tun wir machen. Und können anschließend dann, oder auch andersrum, das ist uns ganz überlassen, unsere Kreaturen spielen oder Zauber spielen. In der Regel geht es hier um Hexerei und über Verzauberung. Diese können wir in den Hauptphasen spielen. Spontanzauber kann man halt eben, also vergrößern, kann man halt überall spielen. Steht auch, wenn du eine Karte wirkst, wird der Effekt sobald, wurde ich wieder auf den Friedhof gelegt, erkläre ich auch gleich, da gibt es eine Fertigkeitsquest zu, kann man sich angucken, wie die Karte genau funktioniert. Ne? Und Spontanzauber kann man eigentlich zu jeder Zeitpunkt spielen. In unserem Zug und im Zug unseres Gegners. Ich tue jetzt mal den Brandstifter ausspielen. Dafür müssen wir den Timer kurz anhalten hier. Das kann man jederzeit machen. Also während unseres Zuges und des Zuges Gegners. Wir haben zwei Hauptphasen, das ist einmal die hier. Und die hier. Heißt, wir können die Karten entweder hier spielen, da spielen oder ein Teil hier, ein Teil da. Und das ist unsere Angriffsphase. Das ist hier der Angriff. Hier kann der Gegner anfangen zu blocken und hier wird der Angriff ausgeführt. So, jetzt haben wir zum Beispiel eine grüne gezogen. Ich bin mal so ein Fan, dass man versucht, erstmal so viele wie möglich verschiedene Karten zu spielen. So, das verteilen wir wieder ab, weil wir momentan nichts spielen könnten.
der Spontanzauber können wir, wie gesagt, hier Zeit spielen. Einfach Karte rauswerfen und spielen. So, jetzt sind wir in dem Moment, wo wir angreifen können. Anders wie bei Hearthstone ist hier so, wir können nur den Helden oder hinter den Planeswalker. Werde ich mal später darauf zukommen, was Planeswalker genau sind. Ansonsten Fertigkeitsquests spielen, da wird es eigentlich super erklärt, muss ich sagen. Weil ich habe auch mit eigentlich null Wissen hier angefangen und ja. Ne? Von nichts kommt nichts. So, das heißt, wir können jetzt die Karte ausspielen. Wie ihr seht, die wird da getappt, also schreckgelegt. Damit ist die Karte, wenn jetzt unser Gegner einen Minion spielen sollte und angreifen kann, weil das Ding Eider hat, das ist dasselbe wie Ansturm bei Hearthstone, können wir nicht mehr blocken. Weil hier ist es so immer, wenn unser Gegner was hier nicht kann, er entscheiden, mit welcher angreifende Kreatur er blocken möchte. Nicht wie bei Hearthstone, wir waren Angreifer, wir konnten entscheiden, wie wir angreifen, sondern hier ist es so, wir greifen immer den Helden oder einen Planeswalker oder beides an. Und der Verteidiger darf entscheiden, wie er blocken möchte, falls er blocken möchte. Ein bisschen andersrum. Ich finde es sogar so ein bisschen interessanter, weil dadurch halt sich eben ganz andere Möglichkeiten ergeben. Gut, wir greifen jetzt an, wir bestätigen unseren Angriff. Wir sehen, die Zwingsblitz können wir jetzt jederzeit spielen. So, verteilen wir für die Verteidigung an. Er hat nichts zum Verteidigen. Jetzt wird der Schaden ausgeführt. Links steht der Angriff. Wenn wir bis reinzoomen. Und rechts eben das Leben. Wird eine Kreatur bis zum Ende unseres Zuges nicht vollständig getötet. Zum Beispiel haben wir einen 4-3er. Wir werden von 2-1 angegriffen. Wir töten den 2-1er, haben danach noch 4-1. Wird am Ende des Zuges das Leben wieder hochgesetzt. Also wir haben dann wieder 4-3. Auch ein bisschen ungewöhnlich, weil man kann, muss Kreaturen in diesem Zug vollständig töten, sonst bekommen sie ihr Leben wieder. Wenn es nicht anders im Kartentext steht. So, wir spielen wieder einen Mana aus und haben jetzt eine Verzauberung hier, eine Aura. So, diese sagt, die verzauberte Kreatur erhält 3+2 und verursacht Trampelschaden. Trampelschaden heißt, wenn wir geblockt werden und es ist zum Beispiel ein 1-1er, wird ein Schaden an dem Minion gemacht und der restliche Schaden geht dann anschließend auf den Spieler über oder an der zweite blockende Minion. So, Opfer zu Beginn jedes Versorgungselement, falls ein Spieler im letzten Zug 2 oder mehr Zauber gewirkt hat. Heißt, wenn unser Gegner jetzt 2 Zauber in seinem Zug wirkt, müssen wir die Karte abwerfen und auf den Friedhof legen. So, wir wirken jetzt die Karte. Dann sollen wir entscheiden, wer die Verzauberer bekommt. Gut, wir haben momentan nur einen Minion draußen. Kriegt der Brandstifter das eben. Und wir zum 4-3er mit Trampelschaden. Das ist dieses Zeichen hier an der Seite. Ja, wir können wieder angreifen. Man kann jetzt eins anklicken oder hier, ne, alle, wenn man mehrere hier liegen hat. Und wir machen unseren Schaden. Er versucht wieder zu blocken, hat nichts liegen. Und Schaden, fertig. So, gucken, was er jetzt hier macht. Er spielt auch ein Land aus. Und macht wieder nichts. So, wir haben jetzt 3 Mana. Können eigentlich auch nichts machen. Okay, greifen auch wieder an. Er ist halt CPU, das ist halt ein bisschen was anderes. Wenn wir jetzt gegen richtiges Spiel würden, würde ich mit dem Deck hier auch nicht so nicht weit kommen, glaube ich. Es hat eben, wie gesagt, rein aus Basis. Wobei man diese halt eben im Ranked-Bereich so zwischen 0 und 10 findet. Ranked-Bereich geht bis 40. Pro Sieg ein hoch. Für jede Niederlage ein runter. So, hier ist zum Beispiel jetzt eine Karte gewickt worden, die brauchte ein grünes, ein rotes und ein weißes Mana, also irgendeins. Und die Karte hat 3-3, also 3 Leben und 3 Verteidigung. Der unerbittliche Jäger erhält 1+1 und verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges, wenn er noch ebenfalls für die Runde, also ist nur für die Runde immer, ein Mana bezahlt, was farblos ist, also irgendeins, ein rotes und ein grünes wirkt. So. Karte ins Spiel. Jetzt können wir mal sehen, wie es mit den Blocken funktioniert. So, wir bekommen auch ein Mana. Es ist aber getappt, das heißt, wir können es in dieser Runde noch nicht benutzen. Deswegen liegt die Karte auch schief. So, jetzt können wir uns überlegen, greifen wir jetzt an. Wie wir sehen, können wir wieder nur auf den Helden angreifen. Ich zeige es mal, dass ich nicht angreifen, weil ich einen guten 4-3er verliere. Aber ist jetzt nicht schlimm. So, das ist er dran. Das kommt in der Blockphase. Und er blockt ihn halt eben. Und wie wir sehen, geht unser drauf und seiner auch ebenfalls. So, ein Schaden geht drüber, weil wir halt eben einen Schaden mehr machen, als er Leben hat. So, jetzt hatten wir noch einen Kartentext. Bestimme eine Kreatur oder ein Spieler, der einem Schadenspunkt zugefügt werden soll. Das können wir nur anklicken, zack. Ne, das war der Kartentext des Brandstifters. Schieb hier drinne. Wenn der Goblin-Brandstifter stirbt, kannst du einer Kreatur... Ups. So, hier kommt die Glutbestie, die kann nicht alleine angreifen und nicht alleine blocken. Heißt, da braucht mindestens 2 Minions dafür. So, wir können jetzt... Also wir haben mal wieder Mana, das ist gut. Hier brauchen wir 6, wir haben jetzt 5. Wir haben auf jeden Fall schon 2 grüne. Hier kann man sich aussuchen, ob grün oder rot.
Man kann, wenn man sich auch unsicher ist, hier die Karte noch anklicken und sagen, hier, ich möchte ein rotes Mana dafür haben, möchte für das hier ein rotes Mana haben, dann sieht man es hier auch. So, und wir spielen jetzt, würde ich sagen, einmal den Schrottplatzköter. So. Es gibt Karten halt, die auch mit dem Friedhof zusammenarbeiten. Da kann man hier Karten aus dem Friedhof wirken. Und es gibt auch Karten, die, wenn sie im Friedhof sind, auch noch Effekte auslösen. Und es gibt auch mal das Exil. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was passiert ist. Exil ist eigentlich so das, wo man dann wirklich komplett aus dem Spiel draus ist. So, das sehen wir. Ha, okay, jetzt kann ich mal was zeigen. Hier steht ein Land deiner Wahl, das du kontrollierst, wird bis zum Ende des Zuges zu einer 4-4 Elementarwesen mit Eile. Es ist immer noch ein Land und muss in diesem Zug geblockt werden, falls möglich. Da wir jetzt eine Kreatur hier liegen haben, müssen wir blocken. Und er kann jetzt mit beiden angreifen, weil er halt eben nur angreifen kann, wenn er ja auch angreift. Er hat immerhin Eile, das ist dieses Blitzzeichen. Das heißt, das ist sowas wie Ansturm. Und ja, jetzt müssen wir überlegen, was wir machen. Wir müssen ihn hier blocken. Ne? Das ist der besagte Kartentext. Und wir können eigentlich nichts machen, außer uns ärgern, weil jetzt verlieren wir unsere Kreatur und wir sehen eben, es ist das Elementarwesen. So, jetzt kriegen wir jetzt mal hier 3 Schaden. Er bekommt jetzt auch seine 3, hat jetzt noch 4-1. Und jetzt sind wir am Ende des Zuges und jetzt wird wieder das Leben hochgesetzt. Oder wäre jetzt hochgesetzt geworden, wenn wir jetzt nicht gerade rein zufällig, wäre nicht zum Land geworden wäre, zum Normalen. So, jetzt können wir den 6-4er ausspielen. Na, jetzt kommt wieder hier. So, Tipp, verursacht Trampelschaden. Falls eine Kreatur mit Trampelschaden versucht, ihr Blockern genügend Schaden zufügt, um sie zu zerstören, fügt sie den restlichen Schaden dem verteidigten Spieler zu. Jetzt kann man hier auf Fertigkeitsquest drücken. Dann wird man jetzt noch eine genaue Erklärung in diese Fähigkeit bekommen. Gibt es eigentlich zu fast allen Fähigkeiten, die Karten haben können. Und auch so generell zu Spielabläufen. Finde ich ziemlich super gemacht. Und es gibt halt eben für jedes Abschießen so einer Fertigkeitsquest auch Gold. So, wenn die Mehllarve ins Spiel kommt, kannst du deine Bibliothek nach einer Standardkarte durchsuchen, sie offen vorzeigen und dann die Bibliothek neu mischen. So, dann wird ihr jetzt schon nicht die Karte ausspielen, das ist ein 1-3er. So, er hat sich eine Insel geholt. So, spielt jetzt noch ein Land aus. Und macht nichts weiter, weil er kann nicht angreifen. Ne? Und macht auch gerade für ihn keinen Sinn. So, und das haben wir dasselbe Spielchen, wenn wir jetzt angreifen würden. Man kann auch mit 2 Kreaturen eine blocken, das geht auch. Ne? Also ich kann zwar mit einer nur angreifen, aber er kann auch mit mehreren Kreaturen eine blocken. Das heißt, wenn er jetzt blocken würde, würde das 1 plus 3, also 4 wäre unser Tod und wir haben nichts. Okay, 4 und 3 sind 7, also wir würden nicht mal seine komplette Armee hier zerstören, also haben wir nichts davon. Wir könnten zwei Zwillingsblitz noch hinterher schmeißen, einen darauf. Aber dann haben wir halt eben unser Minion verloren und wie wir sehen, wir haben jetzt zu ihm kaum noch Karten auf der Hand, also sehr riskant. So dass ich jetzt sage, wir spielen jetzt den Juggernaut aus. Und überspringen einfach den Angriff jetzt. Das kann man nämlich auch machen. Passiert einfach gar nichts. So, zack, sind wir am Ende der Zugphase. Ja, er spielt jetzt die Insel aus, die er gerade gezogen hat. Ja, das ist in der zweiten Hauptphase, das kann er auch eine Karte spielen. Dann macht das auch, das spielt jetzt eine 4-3er Fall, diese Farbe, Karte hat keine Farbe. Immer wenn eine andere Nichtspielkreatur, die du kontrollierst, stirbt, bringt ein 1-1 Kreaturspielstein ins Spiel. Opfer ihn für ein farbloses Mana. So, das heißt, wenn wir jetzt hier was töten, bekommt er dafür nochmal ein 1-1. Das heißt, wir müssen gucken, was wir den hier vielleicht zuerst loswerden. So, hier können wir jetzt noch ein Land ziehen. Das können wir machen. Zack. Das kann man hier kurz kleiner machen, gucken, was wir denn da haben. Wir haben ein Grün, ein Rot. Ja, wir haben relativ wenig Grün, deswegen würde ich sagen, nehmen wir ein Grünes. Hier auf die Hand. Können wir jetzt ausspielen, wir können auch ihn warten. Jetzt haben wir nur ein Problem. Unser Juggernaut muss angreifen. Schickt mich hier. Juggernaut greift in jedem Zug an, falls möglich. Er kann, der Juggernaut kann nicht von Mauern geblockt werden. Das ist auch wieder so eine Art, steht hier drauf, Mauer. No, Kreatur, Mauer eben und dann eben Name. So, das müssen wir mal rechnen. 5-3. Das heißt, er könnte ihn theoretisch mit ihm hier wegblocken. Ne, er geht drauf, wir gehen drauf. Er muss aber 2 spielen, weil diese Karte halt eben alleine nicht angreifen kann. Das ist die Frage, ob wir jetzt das Risiko eingehen sollen, ihn hier auch noch spielen. Können wir eigentlich mal probieren. Vielleicht haben wir Glück, dass der 1-1er überlebt. Zurück können wir mit dem Zwillingsprinz noch ein bisschen nachhelfen.
Das kommt mal nach. So, er sagt uns jetzt, das ist auch wieder so eine Sache. Er blockt uns jetzt mit zwei Karten, diesen 6-4er. Einmal mit ihm hier, mit der B-Larve. Und mit der Blutbestie. Aber wir dürfen entscheiden, wen wir zuerst angreifen. So, wir greifen zuerst die Blutbestie an und dann die Mehllarve. So, der Juggernaut wird auch geblockt. So. Sehen wir, er ist tot, hat minus 2. So, der ist auch kaputt. Und er überlebt mit 1. Was wir jetzt machen, ist, wir halten den Timer an, spielen den Zwillingsblitz, geben einen Schaden hier und einen Schaden da. Damit wir auch ihn loswerden in dem Zug, weil es würde sich wieder auf 3 regenerieren. Na, es kommt noch ein 1-1 dazu. Wir spielen unser Mana aus. Hätten wir es auf Hand halten können, um zu bluffen und so. Das sind alles so Sachen, das lernt man mit der Zeit eben, was man machen sollte und was nicht. Weil wir haben ja schon relativ viel Mana. Wir haben jetzt 2, 4 plus die 4 hier sind 8 Mana. Ich glaube, so große Viecher haben wir gar nicht. So, es kommt eine Kreatur, die uns 2 Schaden zufügt. Jetzt müssen wir nur nachgucken, wie wir hier vorbeikommen. Blocken können Kreaturen generell in dem Zug, wo sie gespielt worden sind. Ne? Das heißt, sobald ich sie ausspiele, können sie blocken, sie können nur nicht angreifen. Wir überspringen das Ganze mal, damit wir auch blocken können, notfalls. So, weil wir könnten theoretisch mit dem 2-2 schon mal den 1-1er wegblocken, so ist er hier überlebt. Oh, und noch eine Zunderraupe. Oh, wie heißt die? Ja, war richtig. Also sind wir noch diese Kartennamen auch drauf. Spiel auch Mana. Ja, wir haben keinen Card Draw in dem Deck. Das ist das einzige Problem, was wir gerade haben. Wir können das spielen, was wir gerade kriegen. Wir überspringen das Blocken. Na, ja, wir müssen nicht blocken. Nur jeder Schaden geht dann halt eben auf ihn drauf. Was gut ist, er kann jetzt in dem Moment aber auch uns nicht blocken, wenn er angegriffen hat. Ne? Dann ist er getappt für die Runde. Es sei denn, es sind Karten Wachsamkeit, die ist vielleicht eine andere Sache, aber es sind dann wieder Sachen, die stimmen Kartentext drin. Ne? Ich glaube, wir kriegen auf den Sack. Okay, überspringen. So, weiter geht's. So, es könnte er uns theoretisch schon töten. 4, 4, 1 sind 9. So, fliegen. Okay, das... Fliegende Karten können zum Beispiel auch nicht geblockt werden, außer von anderen fliegenden Karten. Oder Karten mit Reichweite. Das steht aber auch hier wieder, wenn man hier draufklickt. Ich kann es mal zeigen. Ah, einzoomen. Kann man hier auf Fliegen drücken. Kreaturen mit Flugfähigkeit können nicht geblockt werden, außer von Kreaturen mit Flugfähigkeiten oder Reichweite. Und unten gibt es auch wieder eine Quest, die man spielen kann, um Gold zu kriegen. So, jetzt haben wir das schöne Problem. Wir müssen den hier hinziehen, um zu blocken. Dann überleben wir mit 1. Na komm, no risk, no fun. Jetzt müssten wir schon richtig Glück haben, dass wir irgendwas ziehen, was uns so ein bisschen den Arsch rettet. Das kriegen wir da 4 und hier 4. Ja, sieht nach einer Niederlage aus. Kann man leider nichts machen? Ah, ist ja nicht schlimm. Das ist halt nur zum Zeigen. So. Okay, wir können wieder nichts machen. Wir könnten zwar jetzt angreifen. Dadurch haben wir aber auch nichts gewonnen. Da können wir nicht blocken. Wir machen aber nicht genug Blockschaden, um hier diesen Trampelschaden auszugleichen. Also im Grunde unser Spiel verloren. Wir können jetzt nochmal spaßhalber mit allen angreifen. Dann kann ich euch noch was Schönes noch zeigen. Jetzt müsste er hier die Linie blocken. So, was wir jetzt machen ist, wir tun den Timer anhalten. Opfern den Glutschlepper. Der Glutschlepper fügt einer Kreatur einen Spieler 2 Schadenspunkte zu. Damit nicht ganz so tragisch aussieht. Ja, ich habe mal erklärt, was das genau ist. Und dann ist das Blocken für ihn weg, weil die Figur gibt es nicht mehr. Aber er kann eine weitere Figur blocken. Na, ja, dann bewegen wir auf 5 runter. Na gut, und das kann mit er angreifen und das war's. Hier sieht man jetzt auch schon, weil so viele gestapelte Mana ist, wie viel wir haben. Wir haben 2 rote oder grüne. 3 rote und 4 grüne. Plus eine getappte O2. Ja, mit einer Karte ins Spiel. Eine getappte Karte haben wir hier noch liegen. Also eine, die wir benutzt haben gerade. Das war ja die Karte, die wir benutzt haben, um den Glutschlepper zu spielen. So, ja. Okay, er spielt noch ein bisschen was aus. Na gut, das ist chancenlos. Oh, ein bisschen anders ist es hier auch wieder. Ja. Brauchen eigentlich nicht blocken. Können wir jetzt, also können wir sowieso nicht mehr angegriffen, glaube ich. So, zack, minus 2, minus 4, 6 und minus 10. So, natürlich verloren, ist jetzt auch noch halb so schlimm. Bei dem Spiel ist auch so, man gewinnt ein bisschen anders auch als bei Hearthstone. Hearthstone ist ja so, wir mussten den Gegner auf 0 Leben runterkriegen, um zu gewinnen. Hier ist ein bisschen anders, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, um zu gewinnen. Das wollte ich euch mal zeigen. Und zwar gibt es auch hier, manche Hearthstone-Spieler kennen das ja noch, und zwar Mill.
Da haben wir ebenfalls, ich habe die Karten noch nicht, also muss ich erstmal in den Kartenpool gehen, Kartensammlung. Gibt es auch hier so Karten, so Decks, die aufs Millen ausgelegt sind. Ist so eine Spezialität der Farbe Blau. Und zwar ist es hier so, hat der Gegner keine Karten mehr im Deck und müsste eine Karte ziehen, hat er automatisch verloren. Also es gibt hier nicht ein Todesschaden, zwei Todesschaden, drei für die nächste Runde. Sondern hier ist es so, sobald du eine Karte ziehen musst und das keine mehr im Deck, hast du auch verloren. Dann zeige ich euch mal, was so eine typische Millkarte wäre. Das müsste, glaube ich, von Orleans gewesen sein. Wo haben wir denn so eine typische Millkarte? Da ist doch Belehrung des Sphinx. Ja, hier steht auch drauf, die Booster-Packung zeigt, bringt dich in den Store, wo du die Booster-Packung kaufen kannst. Zeigt dir jetzt hier an, diese Karte ist aus Magic die Ursprünge. Und hier könnte man jetzt drauf gehen, um die zu kaufen. Und hier ist immer so, immer wenn du eine Karte ziehst, legt dein Gegner deiner Wahl die obersten zwei Karten seiner Bibliothek auf den Friedhof. Wir ziehen eine Karte und er muss zwei abwerfen. Ein bisschen anders wie in Hearthstone, ne? Da war es ja so, dass man versucht hat, einfach auch den Gegner Karten zu ziehen und Karten verbrennen zu lassen. Verbrennen gibt es hier auch. Haben wir zu Ende unseres Zuges mehr als 8 Karten auf der Hand, müssen wir eine Karte abwerfen. Und hier ist einfach schon so, dass wir direkt Karten, die er in der Bibliothek hat, das ist dieser Kartenstapel am Anfang, muss er davon sofort zwei Stück nehmen, also die obersten beiden, und sofort in den Friedhof legen. Und zum Friedhof habe ich vorhin euch gesagt gehabt, es gibt halt Spezialität von Schwarz, auch Karten, die mit dem Friedhof arbeiten. Zum Beispiel ist hier so, dass wir zum Beispiel mit dem Totengräber, wenn der Totengräber ins Spiel kommt, kannst du eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus dem Friedhof wieder auf die Hand zurückbringen. Ist so eine Karte. Oder was wir auch haben ist, gibt so Karten, die man direkt im Friedhof wirken muss. Gucken, wo die hier sind. Hier ist auch wieder, wenn der besessene Scub ins Spiel kommt, bringe einen Spazanzauber, Hexerei oder Kreaturzauber deiner Wahl aus dem Friedhof auf deine Hand zurück. Und es gibt auch Karten, die direkt aus dem Dings wirken. Deswegen muss man auch ganz gut gucken, wie man seine Decks zusammenbaut, wenn man sowas reinschmeißt. Muss man selber gucken. Wo haben wir eine Karte, die aus dem Friedhof gewirkt wird? Wenn in die Strat, habe ich relativ viele gehabt. Mal kurz, hier ist doch irgendwo bestimmt. Mal selber mal suchen hier. Da ist er doch. Nein, nicht du. Dich will ich. Hier ist zum Beispiel so, schicke den Komplizen der Gruft aus deinem Friedhof ins Exil. Das heißt, also er liegt gerade im Friedhof und wird dann Exil. Das Exil ist eigentlich so der Moment, wo die Karte eigentlich endgültig aus dem Spiel verschwindet. Ja? Und bringe dafür einen 2-2 schwarzen Kreaturspielstein ins Spiel. Wirke diese Fähigkeit nur zu einem Zeitpunkt, an dem du auch Hexerei wirken könntest, also in unserer Hauptphasen. Also zum Beispiel halt sowas, wenn die Karte eben Friedhof liegt, können wir diese Karte nochmal aktivieren für drei farblose Mana, also irgendwas, plus eine schwarzes. Und bekommen dafür halt eben ein 2-2er ins Spiel rein. Ist natürlich auch nicht schlecht, das sind halt eben Karten, die eben mit dem Friedhof synergieren. Gibt auch wiederum Karten, die es erlauben, das ist dann meistens farblos gewesen, das ist eine neue Farbe, die seit Innistrad gibt und Gatewatch, die es uns erlaubt, nicht schwarz, die es uns erlaubt, auch Karten wieder vom aus dem Exil wieder in den Friedhof zu bringen, aber meistens beim Gegner noch nicht bei uns selbst, und zwar ist hier zum Beispiel so, mal gucken, da sind meist die farblosen Karten gewesen. Oder Mischlingskarten. Mischlingskarten sind Karten, die verschiedene Mana-Farben brauchen. Aber ich glaube, Blau hat sowas. Hier haben wir auch so eine Karte. Mit Zehren. Das ist auch so eine Art Millfähigkeit. Immer wenn die Kreatur einen Spieler Kampfstand zufügt, schickt dieser Spieler die oberste Karte seiner Bibliothek ins Exil. So, wo haben wir denn jetzt hier... Ach guck mal, hier haben wir sogar eine legendäre Karte, um mal zu zeigen. Das ist eigentlich sogar nur eine Epic, aber eine legendäre Kreatur. Legendäre Kreaturen ist es so, dass man nie zwei Stück derselben auf einmal im Spiel haben kann. Man kann die Karte zwar zweimal besitzen, weil es eben eine epische nur ist. Das hat ja auch an, wir haben eine. Wenn es Gold ist, hätten wir jetzt die maximale Anzahl erreicht. Aber gleichzeitig ein Spiel auf unserer Seite darf nur eine sein. Bringen wir beide ins Spiel, müssen wir eine anschließend opfern. So, jetzt suche ich mal eben. Wollte ich dir mal zeigen. Achso, mit dem Exil, genau. Und zwar ist es so... Ah, ich weiß wo. Ich weiß wer. So.
7 Mana kostet die gute Karte. Da sind schon richtige Brocken auch dabei. Wo bist du denn? Da ist er doch, Trümmerverwerter. Und zwar ist es so, wenn du Trümmerverwerter wirst, kannst du eine Karte, die ein Gegner besitzt, aus dem Exil wieder in den Friedhof legen. Also sowas gibt es auch. Heißt, wir tun eigentlich unseren Gegner was Gutes, bekommen aber auch dafür eben 5 Lebenspunkte dazu. Solche Karten gibt es halt eben auch, die wieder mit dem Exil zusammenarbeiten. Also so endgültige Karten, also Karten, die wirklich komplett aus dem Spiel raus sind, gibt es so gesehen eigentlich gar nicht. Es ist ein bisschen deckabhängig. So, dann haben wir, wie ich euch auch schon gezeigt habe, Quests. Ach genau, nein, möchte ich noch nicht. Hilfeoption. Dann habt ihr hier, wie spielt man das Spiel? Und hier sind auch die Grundlagen. Und dazu gibt es immer diese Quests. Zum Beispiel hier, diese Quest gibt uns 30 Gold. Diese Quest gibt uns 15 Gold, die gibt uns 15, die gibt uns 15. Und da werden immer Sachen erklärt, zum Beispiel Timer anhalten. Das sind ja diese Sachen, wie das Spiel genau gespielt wird. Dann gibt es die Sachen zu den einzelnen Karten. Farbloses Mana, Wahnsinn, aktivierte Fähigkeit, 1 plus 1 Marken. Sie sind 25 Seiten. Kann man alle sich in Ruhe mal angucken, bei 25 Quests ungefähr. Und für die gibt es halt eben ein bisschen Gold, für die eine ein bisschen mehr, für die andere ein bisschen weniger. Die gehen auch relativ schnell. Und dann gibt es hier noch eben nochmal so eine kleine Zeichenanalyse, also so eine Art Legende, was bedeutet hier zum Beispiel Verteidiger. Kreaturen mit Verteidiger können nicht angreifen. Doppelschlag heißt, sie fügen Erstschlag und nochmal ein zweites Mal Kampfschaden zu. Dann kann man jetzt hier gucken, was heißt Erstschlag. Und das ist immer halt alles nochmal erklärt. Finde ich eigentlich sehr gut. Sehr schön gemacht. Man merkt auch, dieses Spiel hat eben sehr viele Möglichkeiten, wenn man das Spiel spielt. Zum Thema Gewinn wollte ich noch was zeigen. Es gibt auch zum Beispiel Möglichkeiten, man kann sagen, das ist aber kartenabhängig. In die Kartensammlung rein. Es gibt zum Beispiel Möglichkeit auch zu sagen, man gewinnt ein Spiel, indem man einfach sehr viel Leben anhäuft. Bei 20, wir starten da zwar bei 20 live beide, aber wir enden nicht da unbedingt. Man kann auch 23 haben oder 29. Es gibt halt Karten, die haben Lebensverknüpfung. Und mit diesen Karten kann man sein Leben auch höher setzen. Man kann auch 100 Leben haben. Ja. Und es gibt halt spezielle Karten. So, wo ist der Löwe denn? Du bist nicht der Richtige. Die zum Beispiel sagen, dass wir ein Spiel gewinnen, indem wir unser Leben auf 40 hochbringen und diese Karte 2 Runden überlebt. Ich suche sie gerade. Weißes Mana. Säuberung, Engel. Wo ist der denn? Da müsste so ein Löwe abgebildet sein. Wenn ihr seht, einmal schreien. Nein. So ein Tacken teurer. Das Schöne ist, ich weiß, dass sie aus dem Hauptset ist. Nein. Bin ich jetzt doof? Ist doch einer aus dem Hauptset gewesen. Wo bist du? Nein, Erstschlag? Das gibt's doch gar nicht. Bist du nicht aus Ding in Seneca, oder? Das ist zum Beispiel Planeswalker. Ne? Der hat mich Realitätspunkte. Die steigen entweder zum Beispiel hier bis zum Ende des Zuges. Wir gehen zum 5er mit Unzerstörbarkeit. Dann bekommt man hier halt eben 5. Dann gibt es so Sachen, wo man keine Loyalität für Dings. Man kann in den Planeswalker insgesamt einmal pro Runde spielen. Also zum Beispiel hier als 1-1er. Zum 5er zu machen oder ein 2-2 ins Spiel bringen oder eben ein Emblem reinsetzen. Emblem haben so die gleiche Wertigkeit wie Verzauberung und hat eher jeweils was anderes zu bedeuten. Hier zum Beispiel, dass alle Kreaturen, die wir kontrollieren, 1 plus 1 dauerhaft bekommen. Solange das Emblem im Spiel ist. Embleme können wir auch öfters ins Spiel bekommen. Und hat eben, Planeswalker sind die einzigen, die wir auch direkt mit Kreaturen anvisieren können. Also ähnlich wie den Helden quasi, den wir haben. Aber wie genau Planeswalker funktionieren, es gibt auch eine Quest zu, auch super gemacht, muss ich sagen. Aber ich suche trotzdem jetzt diese Scheißkarte. Wir überzeigen und... Alter, das ist doch... Was ist eine Basiskarte sogar? Nein. Gibt's doch gar nicht. Das ist eine weiße Scheiß-Basiskarte. Die haben sie doch nicht rausgenommen. Ja, die haben vor kurzem ein paar Karten rausgenommen und dafür andere reingemacht, weil die Balance so ein bisschen... Ja, wirklich minimal in die Hose gegangen ist. Und das wurde auch sofort geändert, muss ich hoch anrechnen. Und seitdem ist die Balance wieder um einiges höher. Also Balance ist hier sowieso ein ziemlich groß geschriebenes Thema, das merkt man auch. Aber wo ist diese befickte Scheißkarte jetzt? Das kann doch nie wahr sein. Wollen wir jetzt echt alle Karten hier angucken?
Ruhmvoll gibt es doch nicht. Bin jetzt total Banane. Oder war eine farblose Karte wieder? Damit habe ich sowieso, weil weiß und farblos sehen so scheiße identisch aus. Artefakte, Artefakte. Nein. Gibt es doch nicht. Das war doch eine weiße Karte, meine ich. Dip, 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 dip. Ja, so kann man natürlich auch die Zeit voll kriegen. Na, auf jeden Fall sagt die Karte nichts anderes aus. Das heißt, wenn die Karte halt eben länger liegen bleibt und wir länger als, ich glaube, zwei Runden muss sie, glaube ich, stehen bleiben. Also die Runde, wo sie ausspielen, plus noch eine Runde. Und wir zu dem Zeitpunkt mehr als 40 Leben haben, haben wir das Spiel automatisch gewonnen. Ich werde gerade bekloppt, dass ich die Karte nicht finde. Dip, 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 dip. Das Dumme ist, dass ich die alle Farbe gewohnt bin, weil ich die eigentlich auf dem iPad schon alle freigeschaltet habe. ist das eine Katastrophe. Also so sollte eigentlich nicht sein. Gibt es doch gar nicht. Wo haben sie die echt rausgenommen gehabt? Ah, ich wüsste nicht warum, weil so viele Decks damit gab es eigentlich gar nicht. Dip, 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 dip. Ich bin echt bekloppt hier. Erstschlag. Die Karte hat auch Lebensverknüpfung, das ist auch so eine Sache, dass es hier leider nicht so eine richtige Suchfunktion noch nicht gibt. Ich hoffe, das wird sich auch mal bald ändern. Wo man gezielt Karten suchen kann. Oder irgendwie ist mit der Farbe vertan. Gibt's doch gar nicht. Ah, auf jeden Fall gibt's die Karte. Ich finde sie jetzt gerade echt nicht. Das ist echt traurig. Das regt mich gerade ein bisschen auf. Ich komme mir schon vor, als wenn ich Alzheimer hätte. Gideonstal. Legendäre Karte. Erstschlag. Von dem müsste eigentlich nur beistehen. Lebensverknüpfung. Das reicht ja schon. Zusammenkunft. Oh, sind halt ein paar Karten. Also man merkt auch schon, Magic, ich würde schon Hearthstone wieder sagen, macht der Gewohnheit, hat extrem viele Karten. Und es sind alle in jedem Modus erlaubt. Das nochmal so am Rande nebenbei. Das sind, glaube ich, mittlerweile 1000, sind, glaube ich, 700, ich kann mal gucken, 723 verschiedene Karten. Also ist schon ordentlich. Ich finde die Karte jetzt gerade nicht, ich weiß ja gar nicht wieso. Auf jeden Fall, sage ich, gibt es eben sehr viele Möglichkeiten, ein Spiel zu gewinnen. Man kann den Gegner auch anderweitig sabotieren, indem man sagt zum Beispiel, ich baue ein Deck, wo ich einfach immer versuche, das Mana zu zerstören. So dass man geht, keine Karten hinlegt. Oder man versucht, das Deck zu fluten mit sehr vielen Kreaturspielsteinen. Das ist so eine Spezialität von, ja, eigentlich haben alle Karten, so, also Farben, so eine kleine Spezialität, kann man sagen. Rot hat zum Beispiel sehr viele Zaubersprüche, die man direkt wirken kann. Können wir auch mal kurz einmal zeigen. Das finde ich auf jeden Fall, keine Sorge. Ja, ich sage, das Spiel macht mir also sehr viel Spaß. Multiplayer macht auch sehr viel Spaß, weil es sehr abwechslungsreich ist. Werde ich auch mal den nächsten Mal zeigen. Ich habe momentan noch so ein kleines Gespräch gerade mit Wizards of the Coast, also den Hersteller dieses Spiels. Was so der Kartenpool am PC angeht, damit ich euch mal ein bisschen mehr zeigen kann. Aber es ist noch so ein bisschen abwarten, was da kommt. So, wie wir hier sehen, haben wir zum Beispiel sehr viele Direktzauber drin. Ne? Da haben wir zum Beispiel eine Verzauberung, die Schaden macht direkt. Dann haben wir, hier steht zum Beispiel auch, man kann die Karte abwerfen. Fenderforce fügt einen Spieler oder Kreatur zu Schadenspunkte zu. Dann haben wir hier, normalerweise nicht lange suchen. Zwillingsblitz macht zwei Schadenspunkte verteilt, also 1-1. Dann gibt es noch so andere Sachen auch. Und jede Farbe hat eben halt so seine Vor- und Nachteile. Und die kann man halt eben, indem man noch eine Kombination spielt, zum Beispiel Rot und Weiß oder Blau und Schwarz, kann man sich halt eben so Decks zusammenbauen, die halt eben so ein bisschen für Gleichgewicht sorgen. Schwarz hat zum Beispiel sehr starke Hard Removals drin. Kann man kurz zeigen. Das ist zum Beispiel, das sind sogar als Basiskarten, deswegen müssten wir die eigentlich auch farbig sehen. Hard Removal zum Beispiel ist hier einmal Kollege Fleischsack. Heißt, sobald ein Spiel kommt, müssen beide Spieler eine Kreatur opfern. In dem Falle, wenn wir keinen haben, müssen wir halt den Fleischsack sofort opfern, aber wir können eben halt eine Karte, die der Gegner besitzt, eben opfern. Das ist natürlich sehr gut. Er gibt zum Beispiel als Hard Removal, mal kurz durch, hier Knochenspreiß. Spreißel, das heißt, wir opfern eine Kreatur und müssen also von uns als zusätzlich Kosten, um die Karte zu wirken, und zerstören dafür eine gegnerische Kreatur. Dann haben wir, gab es noch eine mit Zerstöre einer Kreatur mit maximal 3 Angriff. Finde ich auch noch. Da ist er. Seelenraub,
Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke 3 oder weniger. Das ist halt ziemlich stark so auf Removals gebaut und die Karten arbeiten halt ziemlich stark mit dem Friedhof zusammen. Hier zur Spexerei. Bringe eine Kreaturkarte deiner Wahl aus dem Friedhof unter deine Kontrolle ins Spiel. Das heißt, wir können sowohl den Friedhof von uns nutzen als auch den vom Gegner. Das sind auch immer so Sachen. Da muss man auch ein bisschen darauf achten, wie die Kartentexte aufgebaut sind. Heißt, unser Gegner zum Beispiel sehr viele dicke Dinger spielt, wie wir zum Beispiel gerade mit diesem roten und grünen Deck. Und unser Gegner hat, wir haben zum Beispiel ein relativ schnelles Deck mit sehr kleinen Minions, so agro-mäßig wie Zulok aus Hearthstone, dann kann man halt auch Karten vom Gegner aus dem Friedhof nehmen. Das geht alles. Also das ist sehr, sehr stark aufgebaut, das Spiel, sehr vielfältig und man kann sehr, sehr viel machen. Na komm, wir machen mal eben so eine nette Fertigkeitsquest. Wie spielt man das Spiel? Machen wir ein bisschen Fortgeschrittenes. Und zwar, was ich geil finde, ist momentan, seit Transformieren gab es mit den Planeswalkern so ein bisschen. Die ersten Planeswalker waren Karten, die man transformieren kann. Das waren Flipkarten, die vorne halt eben eine Karte drauf hatte und hinten eine. Und jetzt gibt es dank Innistrad auch wieder neue Flipkarten, die aber anders aktiviert werden. Wie die aktiviert werden, also wie man die umdreht, steht auch immer mit im Kartentext drin. Zeige ich euch jetzt mal. Ich glaube, die neuen sind ohne Mitgespräche. Die alten Quests waren noch mit Erklärung auf Deutsch. KDC40, mein Name. So, jetzt haben wir das Spiel eingefügt. So, das ist unser Spielfeld momentan. Doppelseitige Karten sind wie zwei verschiedene Magic-Karten auf einer. Man beginnt mit der Vorderseite, sobald im Spiel ist, hat sie eine Fähigkeit, mit der man sich transformieren kann. Dann wird die Rückseite nach oben gedreht und wird vergrößert. Und man bekommt eine neue Fähigkeit. Dieselbe bleibende Karte ist leider nicht wie unten anders verzögert, sondern kann sofort angreifen. So, jetzt haben wir so ein Beispiel. So, die unergiebige Beute des Gegners holt zum finalen Schlag aus. Finde einen Weg, die Partie im nächsten Zug zu gewinnen und die Fertigkeitsquest abzuschließen. Jetzt können wir uns hier gucken, was hier drauf steht. So, die haben 2 1 plus 1, machen wir mal 1 1, dann ist deswegen 3 3. So, wir haben jetzt eine Karte, die besagt Verteidiger. Das Ding im Eis, so heißt die Karte, kommt mit 4 1 plus 1 Marken ins Spiel. Immer wenn ein Spontanzauber oder eine Hexerei gewirkt wird, entferne eine Eismarke von dem Ding des Eis. Falls du dann keine Eismarken mehr auf ihm liegen kann, wird es transformieren. Das können wir uns hier angucken. Was denn passiert? Wenn diese Kreatur in das Erwecken des Schreckens transformiert wird, bringe alle Nicht-Schreckenskreaturen auf die Hand ihres Besitzers zurück. Das wäre das, was wir jetzt gerade bräuchten. Wir müssen gucken, was wir jetzt also diese Eismarken entfernt kriegen. Heißt, mit jedem Spontanzauber oder Hexerei können wir jetzt eben eine Eismarke entfernen. Wir haben noch 2 drauf liegen. Und wir haben jetzt gerade eine Karte auf der Hand, die besagt, bringe eine Karte deiner Wahl, die kein Land ist, auf die Hand seines Besitzers zurück. Okay. Jetzt müssen wir den Timer kurz anhalten. Das ist Spontanzauber eben. Wähle die Karte aus. Damit wir überleben, müssen wir jetzt eine Karte zurück auf die Hand seines Besitzers bringen. Zack. Wir haben nur noch eine 1-1 Marke. Aber wir kriegen immer noch, wie wir sehen, 3, 6, 9 Damage. Wir haben nur 7 Leben, also müssen wir blocken. Nehmen wir den hier. So, das Überleben 1. Zack. 3. Nochmal minus 3. Ah, er überlebt jetzt eben. Wird wieder auf 0-4 hochgesetzt, weil wir überlebt haben. Ja. Er spielt nochmal eine Meute aus. Zack, die ist jetzt 1-1. Hat jetzt keine 1-1 Mark auf dem Dings drauf. Spielt auch ein Land aus. So, jetzt haben wir noch einen Spontanzauber. Das heißt, war eine Hexerei. Die müssen wir jetzt auch wirken. Das heißt, wir können 2 Karten ziehen. Wir verlieren diese 1-1 Marke und können dann transformieren. Und wenn wir transformieren, schmeißen wir alle Karten, unser Gegner besitzt gerade, wieder auf die Hand zurück. Das heißt, das ganze Feld bei ihm ist leer. Bei uns eigentlich auch, weiß ich gar nicht. Wir bringen alle Karten, also auch wenn wir welche hätten, die nicht Schreckenskreaturen sind. Hier steht drauf, Kreatur, Krag, Schrecken. Auf die Hand zurück, heißt auch unsere Karten würden auf die Hand zurückgeworfen werden. Und so ist das Spielfeld leer, wir können angreifen, machen diesen 7-6er Schaden auf unseren Gegner. Die Karte wird umgedreht, das ist das schöne Mondzeichen. Ziehen 2 Karten, okay, Mana können wir auch noch spielen. Müssen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Und greifen jetzt an. Zack. Es gibt Karten, die auch wieder hin und her transformiert werden. Die ist zum Beispiel jetzt einseitig, die bleibt jetzt 7-8 da. Es gibt auch welche zum Beispiel, da muss man Zauber wirken und wenn ihr kein Zauber wirkt, wird die wieder zurücktransformiert. So wie so ein Werwolf, kann man sagen, mit Sonne und Mond. Ja, Rotation, du hast eine doppelseitige Karte vergrößert, um die beiden Seiten anzusehen. Das ist so eine kleine Info noch.
Und jetzt müssten wir eigentlich 10 Gold kriegen, glaube ich, ne? Ich habe die, glaube ich, vorher noch nicht gemacht gehabt, die Quest. Na, weiter. So, zack, 10 Gold nach oben. Und wir haben 95. Quest beendet. So sehen die halt eben diese Fertigkeitsquests aus. Ja, und das ist halt eben, ne, wie man ein Deck zusammenstellt. Ich auch nochmal so ein bisschen erklärt. Dafür ist aber keine richtige Quest, glaube ich. Ist einfach nur so eine allgemeine Info. Ne? Ja, hier steht zum Beispiel auch mit diesen Karten. Der Deck besteht aus mindestens 60 Karten. Ein Deck kann beliebig viele Standardländer enthalten, aber höchstens so viele, höchstens 4 Exemplare jeder anderen Karte. Es ist verführerisch, alle seine Lieblingskarten in ein Deck zu stopfen, aber je mehr Karten du hinzufügst, desto unwahrscheinlicher wird es, die besten von ihnen zu beziehen. Bemühe dein Deck also auf exakt 60 Karten zu halten. Ne? Also wir können 60, müssen aber nicht. Es gibt auch Decks zum Beispiel, wo es sinnvoll macht, 70 Euro zu spielen. Die wichtigsten Karten, die du an dein Deck packen kannst, sind Kreaturen und Länder. Das ist so eine Aufteilung, wenn man jetzt eben 60er Deck macht, sollte man so 24 von beiden haben. Den Rest kann man halt eben mit Zaubern und so ein bisschen auffrischen. Ne? Hier ist so ein bisschen erklärt, wie so ein Deck aussehen sollte. Eigentlich ganz nett gemacht. Ja, stimmt, ist halt teilrichtig, ne? Je mehr Wahlfarben, ist klar, man kann jetzt gucken, weil ich habe ja erklärt gehabt, jede Farbe hat eben unterschiedlich viel Stärke und Schwächen, jede Farbe. Klar, macht es eben Sinn. Aber Spaß halt eben sehr viele Farben auf einmal reinzuklatschen. Hier ist eben wird davon abgeraten, weil zum Beispiel, wie jetzt hier das Problem ist, wir müssen hier zweimal grün wirken, haben aber nur einmal grün auf der Hand, wir müssen hier zweimal rot wirken, haben nur einmal rot auf der Hand, müssen hier weiß wirken. Also x-beliebige könnten wir zwar spielen, ist aber eine Verzauberungskarte, sieht man jetzt zwar nicht, aber ich weiß es. Ne? So, und hier ist zum Beispiel so, wir haben zwar nur blau und weiß, aber können eigentlich die Karte spielen, die und die. Also alle bis auf den hier. Ist halt wirklich so, aber dafür gibt es halt auch diese doppelten Karten und alles, also man kann es so ein bisschen kompensieren, also man kann ruhig auch mehrere Farben spielen. Es gibt, wie auch gesagt, es gibt extra Decks, die auf 4 oder 5 Farben auch basieren. Na, und hier sieht man diese Mana-Kurve, worauf man so ein bisschen achten sollte. Ja. Achte darauf, dass dein Deck genügend kostengünstige Zaubersprüche enthält. Du solltest bereits in den ersten 2 bis 3 Zügen sinnvolle Aktionen durchführen. Das ist das, was ich gerade sagte mit dem Mulligan, wo man so ein bisschen aufpassen muss. Na gut, das war's von meiner Seite aus. Ich werde das Spiel auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter verfolgen. Ich habe jetzt, wie gesagt, eine E-Mail an Wizard of the Coast geschrieben, ob es die Möglichkeit gibt, dass ich hier auch meine Kartensammlung vom iPad irgendwie rüberbekomme, dass ich euch das ein bisschen besser zeigen kann und hoffe, dass ich jetzt da auch vernünftiges Feedback bekomme und dann kann ich euch auch ein bisschen mehr zeigen, auch gerade zum Thema Deckbau und habt ihr nicht gesehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Ist halt wieder eine schöne Alternative zu Hearthstone, gerade für die, die von Hearthstone wirklich angepisst sind mittlerweile, muss man auf gut Deutsch zu sagen. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir spielen eine Runde Magic Duels. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.